Die Märchen der Gebrüder Grimm Der undankbare Sohn Es saß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der Haustür und sie hatten einen gebratenen Huhn vor sich stehen und wollten es zusammen verzehren da sah der Mann, wie sein alter Vater daherkam. Geschwind nahm er das Huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gönnte. Der Alte kam, tat einen Trunk und ging fort. Nun wollte der Sohn das gebratene Huhn wieder auf den Tisch tragen, aber als er danach griff, war es eine große Kröte geworden. Die sprang ihm ins Angesicht und saß da, und ging nicht wieder weg und wenn sie jemand wegtun wollte sah sie ihn giftig an als wollte sie ihm ins angesicht springen so daß keiner sie anzurühren getraute und die kröte mußte der undankbare sohn alle tage füttern sonst fraß sie ihm aus seinem angesicht und also ging er ohne ruhe in der welt hin und her Schneewittchen Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, Hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Sie war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wußte, daß der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner, und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr. Da erschrak die Königin und war gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, Kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so haßte sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, daß sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach: Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten. Und mir die Lunge und Leber zum Wahrzeichen bringen. Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er den Hirschfinger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach: Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich will in den Wald laufen und nimmermehr wiederkommen. Und weil es gar so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach: So lauf hin, du armes Kind. Und im Stillen dachte er noch bei sich: Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben. Und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch mußte sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald, Mutterseelen, allein, und ward immer so Angst, daß es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wußte, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine durch die Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Es lief so lange, bis ihre Füße sie nicht mehr tragen konnten. Bald wollte es Abend werden. Da sah sie ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäblein und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Teller ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein. Denn es wollte nicht einem alles wegnehmen. Danach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das siebente recht war, und darin blieb sie liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen sie, dass jemand darin gesessen war, denn es stand nicht alles so in Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der zweite Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte? Oh, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte? Oh, wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte? Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste? Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der siebte? Wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann sah sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er, Wer hat in mein Bettchen getreten? Die anderen kamen gelaufen und riefen Hm, in meinen hat auch jemand gelegen. Der siebte aber, als er sein Bett sah, erblickte Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. Ei, du mein Gott riefen sie, was ist das Kind so schön, und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebte Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es. Wie bist du in unser Haus gekommen? sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte sie ihnen, dass ihre Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen, der Jäger hätte ihr aber das Leben geschenkt, und da wäre sie gelaufen, den ganzen Tag, bis sie endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen Willst du unseren Haushalt versehen, Kochen, Betten, waschen, nähen und stricken, und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen. Ja, sagte Schneewittchen, von Herzen gern, und blieb bei ihnen. Sie hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen die Zwerge in die Berge und suchten Erz und Gold, abends kamen sie wieder, und da mußte ihr Essen bereit sein. Den ganzen Tag über war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen: Hüte dich vor deiner Stiefmutter. Die wird bald wissen, daß du hier bist. Lass ja niemanden herein. Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte, gegessen zu haben, dachte nichts anderes als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal...« schöner als ihr da erschrak sie denn sie wußte daß der spiegel keine unwahrheit sprach und merkte daß der jäger sie betrogen hatte und schneewittchen noch am leben war und da sann und sann sie aufs neue wie sie es umbringen wollte denn solange sie nicht die schönste war im ganzen land ließ ihr der neid keine ruhe und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte färbte sie sich das gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief Schöne Ware, feil, feil. Schneewittchen guckte zum Fenster hinaus und rief Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen? Gute Ware, antwortete sie. Schnürriemen von allen Farben und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen, dachte Schneewittchen, er riegelte die Tür auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. Kind, sprach die Alte, wie du aussiehst, komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren. Schneewittchen hatte keinen Argwohn, Stellte sich vor sie und ließ sich mit den neuen Schnürriemen schnüren. Aber die alte schnürte geschwind und schnürte so fest, daß dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Hause. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen, und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, die alte Kämmerfrau war niemand anders als die gottlose Königin. Hüte dich und laß keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte: Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie sonst: Frau Königin ihr seid die schönste hier aber schneewittchen über den bergen bei den sieben zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr als sie das hörte lief ihr alles blut zum herzen so erschrak sie denn sie sah wohl daß schneewittchen wieder lebendig geworden war nun aber sprach sie will ich etwas aussinnen das dich zugrunde richten soll und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief Gute Ware, feil, feil. Schneewittchen schaute heraus und sprach Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen. »Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein«, sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, daß es sich betören ließ und die Türe öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte, »Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.« Das arme Schneewittchen dachte an nichts, ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Du Ausbund von Schönheit, sprach das boshafte Weib. Jetzt ist's um dich geschehen und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht suchten nach und fanden den giftigen Kamm, und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie sie noch einmal, daß sie auf der Hut sei und niemanden die Türe öffnen sollte. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. Schneewittchen soll sterben, rief sie, und wenn es mein eigenes Leben kostet, Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen Apfel. Äußerlich sah er so schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht, und verkleidete sich in eine Bauersfrau, und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an. Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach Ich darf keinen Menschen einlassen, die sieben Zwerge haben mirs verboten. Mir auch recht, antwortete die Bäuerin, meine Äpfel will ich schon loswerden, da einen will ich dir schenken. Nein, sprach Schneewittchen, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor Gift? sprach die alte. Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen is, den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so gemacht, daß der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen lusterte den schönen Apfel an und als sie sah, daß die Bäuerin davon aß, so konnte sie nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon zum Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz, diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? so antwortete er endlich Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen, und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund, und es war tot. Sie hoben sie auf und suchten, ob sie was Giftiges fänden, schnürten sie auf, kämmten dem guten Kinde die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts, das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre, und setzten sich alle sieben daran und beweinten es und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen. Sie sprachen Das können wir nicht in die schwarze Erde versenken, und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein, und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf, und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst eine Eule, dann eine Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarge, und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, daß ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, um dort zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt. Aber die Zwerge antworteten Wir geben ihn nicht für alles Gold in der Welt. Da sprach der Prinz, so schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerge Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, daß die Diener über einen Strauch stolperten, und von der Erschütterung fuhr der giftige Apfelgriebsch, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. Ach Gott, wo bin ich? rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, Du bist bei mir, und erzählte, was sich zugetragen hatte, und sprach Ich hab dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden. Da war ihm Sneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Feste wurde auch Sneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen, wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist noch tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch aus, und es wurde ihr so angst so angst daß sie es nicht zu lassen wußte sie wollte zuerst gar nicht auf die hochzeit kommen doch ließ es ihr keine ruhe sie mußte fort und die junge königin sehen und wie sie hineintrat erkannte sie schneewittchen und vor angst und schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen aber es waren schon eiserne pantoffeln über kohlenfeuer gestellt und wurden mit zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Das Totenhemdchen. Es hatte eine Mutter ein Büblein von sieben Jahren. Das war so schön und lieblich, dass es niemand ansehen konnte ohne ihm gut zu sein. Und sie hatte es auch lieber als alles auf der Welt. Nun geschah es, dass es plötzlich krank wurde, und der liebe Gott es zu sich nahm. Darüber konnte sich die Mutter nicht trösten, und weinte Tag und Nacht. Bald darauf aber, nachdem es begraben war, zeigte sich das Kind an dem Plätzchen, wo es sonst im Leben gesessen und gespielt hatte, weinte die Mutter, so weinte es auch, und wenn der Morgen kam, war es verschwunden. Als aber die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, kam es in einer Nacht mit seinem weißen Totenhemdchen, in welchem es in den Sarg gelegt war, und mit den Kränzen auf den Kopf setzte sich zu ihren Füßen auf das Bett und sprach Ach Mutter, höre doch auf zu weinen, sonst kann ich in meinem Sarge nicht einschlafen, denn mein Totenhemdchen wird nicht trocken von deinen Tränen, die alle darauf fallen. Da erschrak die Mutter, als sie das hörte, und weinte nicht mehr. Und in der anderen Nacht kam das Kindchen wieder, hielt in der Hand ein Lichtchen und sagte Siehst du, nun ist mein Hemdchen bald trocken, und ich habe Ruhe in meinem Grab. Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid, und ertrug es still und geduldig. Und das Kind kam nicht wieder, sondern schlief in seinem unterirdischen Bettchen.